Hoppla. Hier ist ein Loch. Ach ja, ich erinnere mich, okay. Stimmt ja. Hallo. Dass du dich immer noch wunderst, warum du eigentlich jedes Mal aufs Maul kriegst. Von wem? Von den Eingeborenen hier. Gar nicht, ich habe immer noch genauso viel Rüstung wie am Anfang. Ich habe nichts verloren. Mhm. Wie gut, dass unsere Feuer und sowas alles stehen bleiben. Drück mal E. Vergiss es. Du kannst mich mal kreuzweise. Wie sprintet man nochmal mit Shift, ne? Hm. Scheiße. Ich hätte so gern gesehen, wie du den abrutschen dürfen. Hast du drauf verwettet, wa? Ja, ich wollte erst einen Pfeil auf dich schießen, wie er so springt. Aber. Keine Pfeile mehr. Hm. Mein Glück ist, dass du keine Pfeile hast. Bibidi babidi do do, bibidi babidi do, do. So, ladies and gentlemen. Ach, guck mal. Passagier gefunden, Platz 11E. Was haben wir denn hier? Ein Schrittzähler. LOL. Ein Schrittzähler. Ja, ist perfekt. Ein Schrittzähler. Es gibt hier einen Schrittzähler. Der ist bei dir in guten Händen. Wo ist denn der überhaupt? Da ist der. Drei Schritte. LOL. Wo müssen wir überhaupt hin? Dein ganzer Bauch ist voll mit. Muschi Klaus. Bring mich nicht an! Aua! Leider. Leider, Kudu! Seid ihr das Fräulein? Wo ist sie hin? Wo ist sie hin? In die Wand geglitscht ist er. Ja,
Wo bist du denn schon wieder? Komm doch zurück, gerannt wenigstens. Bist du tot? Nein? Nee. Hier sind nämlich zwei Herren. Die Herren bedürfen meiner Aufmerksamkeit, oder wie sieht's aus? Hier ist Musik. Genau, was macht das jetzt? Heilt mich das wieder? Warum bist du schon wieder vorgerannt? Ich stehe immer noch an derselben Stelle, ich habe mich null bewegt. Piss dich, Alter. Boah, ich stehe wieder auf. Sack. Hör mal. Komm her, Mäuschen. Ach, kann keine Armband um mehr tragen. Ach so. Komm her, Mensch. Zier dich nicht so. Komm. Mit dir verköstigt gleich als erstes mein Feuer. Ja. Drecksack. Hab eine neue Waffe gefunden. Wow. Ja. Tennisschläger. Nice, ne? Geil. Jo. So. Du hast offensichtlich Spaß damit, ne? Naja, ist nicht so effektiv. Oh, ich muss Medizin schlucken. Junge, Junge. Ordentlich mit eingeteilt, ausgeteilt. Haben sie ja ordentlich ihn verpellt? Ja. Wie sieht's denn rüstungstechnisch überhaupt bei dir aus? Oh, das ist bestens. Nicht so wie bei dir, weil du bist ja offensichtlich voll ausgestattet. Ja, brauchst du noch was? Ich hätte da noch ein bisschen was im Angebot. Wenn du noch was hast, ja. Du musst nur mit mir sprechen. Nice, dankeschön. Ja, Moment, das war noch nicht alles. Kann man eigentlich mit der Knochenrüstung die irgendwie noch modifizieren? Nee, ne? Nee, leider nicht. Ich leg noch mal Kreile oben drauf hier, du. Jo, Mensch. Du, aber ich weiß nicht. Ich war vorhin hier und habe keinen Ausweg gefunden, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich glaube, wir müssen uns gegenseitig aufessen. Ne, ich habe so das Gefühl, hier waren wir echt noch nicht, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir vorhin Koffer geöffnet hätten. Ne, die waren ja auch offensichtlich noch nicht offen. Zwei will ich doch, Mensch. Jetzt aber. Schnecks. Aber das hier ist auch nur eine Sackgasse. Oder ich hab mich. Hier ist ein Benzinkanister. Boah. To-Do-Liste aktualisiert. Moment. Lol. Erkunde die hängende Höhle. Ja.
echt alles? Was sagt unsere Karte? Offensichtlich haben wir hier alles erfüllt. Hm. Passagier gefunden, Platz 10a. Was habe ich denn jetzt Sportliches an? Guck dir ihn an, dann weißt du, was du anhast. Nice. Sogar mit aber da ist die Hose so kurz, dann bauen wir dir alles raus. Sogar mit den Dings hier, mit den... Aber hier ist Sackgasse, du. Ja, ja, ich sehe schon. Das ist jetzt das Problem. Hm. Wenn das eine Sackgasse ist, wo kommen wir dann hier raus? Müssen wir mal in die andere Richtung weiter gucken. Gab es noch eine andere Richtung? Muss ja. Kann nicht sein, dass wir hier nicht mehr rauskommen. Oh, hier liegen noch Koffer. Hm. Schokoriegel. Also ich weiß, wir sind von da oben irgendwo runtergesprungen, hier zu dem Typen. Geht's da weiter? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, aber... Hm. Ach ja, guck mal, hier ist das mit dem Klettern, wo wir klettern müssen. Oh ja, das wird wohl richtig sein, wa? Ja, das Ding ist, wir haben die Kletterausrüstung nicht. Von da kamen wir. Was war hier? Ja, voll. Toll. Ja, von hier unten kamen wir nämlich. Heißt, wir kommen hier nie wieder raus. Das heißt, wir kommen hier so nicht mehr raus. Wo findet man denn eine Kletterausrüstung? In einer anderen Höhle. Sicher, dass es nicht bei der ist, wo zufälligerweise das erste Mal was auftritt? Wo was? Na, es würde mich nicht wundern, wenn es oben am Eingang gelegen hätte, damit wir das hier bewältigen können. Nee. Naja. Wir hatten vorhin keine anderen Höhle, diese Kletterdinger. Nur hier. Hm, machen wir denn jetzt? Sterben. Soll ich einen anderen Weg rausgehen? Wir könnten versuchen, ob wir uns hier hochbacken können. Einmal meine Taschenlampe aufladen und dann werde ich mal mit der... Guck mal, wir können uns hier hochbacken. Hinter dir. Nur die einzige Möglichkeit, gell? Weil da hinten ist nämlich ein Seil. Ein Seil. Ui, Skyrim! Ui! Okay, ich muss mir auch mal die Taschenlampe hier wieder abbauen. C auseinanderbauen. Okay, das ist da. Das ist mit dem Klettern. Hoppala, 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 hopp, hopp, hopp. Kommst du da echt hoch? Ja, irgendwie, aber keine Ahnung, wie ich richtig bin. Nee, wahrscheinlich nicht, weil wir müssen da nämlich hin. Ach so, in die Richtung. Das Ding ist halt nur... Ich guck mal ganz kurz, ob man da an dieses Seil rankommt. Beziehungsweise, wo das überhaupt endet. Wäre mal ganz interessant. Weißt du, was wir versuchen könnten? Das, was wir vorhin genau in dem Teil aufgemacht haben? Ja. Nee, das war's nicht, aber... Also wir könnten versuchen, darüber irgendwie uns hier an der Seite lang zu baggen. Und? Nun, ich hab beide nicht getroffen. Aber hast ich bin da. Hast du überlebt? Jo. Aber du musst halt echt auf E drücken. Ich hab's wahrscheinlich einmal so wenig gedrückt. Ich hab's auch nicht getroffen ganz. Uah, ich hab's auch nicht getroffen. Nice. Ja, nun, aber wir sind, Aber wir sind drüben. Drüben.
Ja, geht doch ohne Cheaten, witzigerweise. Ja, ne? Das ist erstaunlich. Tatsächlich ja, aber ich dachte echt eben, also entweder cheaten, was aber irgendwie doof ist, oder uns gegenseitig umbringen, was aber sehr traurig wäre. Na, wir hätten alles verloren, was wir bisher gefunden haben, ne? Naja, so viel ist es ja eigentlich, naja, doch. Ja. Doch. Nicht so wenig, aber so viel auch nicht, was man nicht wiederkriegen würde. Na, die Axt und das alles? Ja, Axt schmackst. Flugzeugakt hast du ja auch im Flugzeug, die kannst du immer wieder nehmen. Ja, aber wir haben ja die starke Axt. Aber wir sollten trotzdem, wenn wir, bevor wir die Höhle verlassen, gucken, ob hier zufälligerweise eine Kletterausrüstung liegt. Weil dieser eine Bergarbeiter, der hier irgendwo baumelte, weißt du, ist doch so ein sicheres Indiz dafür, dass der es hat fallen lassen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, weil das ist die erste Höhle, wo es... Was ist denn dahinter eigentlich? Ja, das fragt mich auch gerade. Wollen wir nochmal gucken? Ja, weil da sind wir... Ach, das ist doch hier, wo ich vorhin runtergefallen bin, ne? Naja, aber man kann es ja rüber schaffen. Ich falle wieder runter. Mit dem Schokorik ist eine verdammt gute Idee. Ach komm, leck mich. Das wird nicht geschafft. Ich hab's noch nicht probiert. Ach so. Ich bin schon wieder zu früh gesprungen, leck mich doch am Arsch. Oh. Das ist immer das Problem an den jungen Menschen, die kommen immer so früh. Oh Gott, ich hab's geschafft. Ich sag mal so, lieber zu früh kommen als überhaupt nicht. Naja, bevor Kolben Fraß einsetzt. Ich hoffe, das, was mein Schatten da zeigt, ist mein Stock, was ich zwischen den Beinen hatte. Lol. Das könnte auch mein Speer sein. Ich hoffe wirklich, das war mein Speer. Oh, guck mal. Ledermausis. Hm. Babys. Oh. Babys. Cool. Wie finden jetzt hier Kletterausrüstung? Flippig aus. Dynamite. Nice. Kostes ist Dynamite. Oh, jawoll. Dynamit war bei mir nämlich alle. Ja, bei mir auch. Und Seile. Zwei Seile zum Rucksack hinzugefügt. Nö, aber... Wenn ich das richtig sehe... Hier noch was drin. Oh, Tücher. Oh, nice. Naja, why not? Ja, besser als ja nichts. Oh, guck mal, hier geht's hoch. Oh. Okay. Bier. Getränke. Ja, dann können wir diese Höhle doch noch gar nicht fertig erkundet haben. Wahrscheinlich einfach nur der Ausgang. Ach, ja. Weißt du, wo wir sind? Da, wo ich das erste Mal in den Tod gesprungen bin. Ja. Wir haben uns jetzt einfach den Kletterweg gespart. Wir sind einfach hochgelaufen. Jo. Ja, nice. Jui! Spring nochmal runter. Ja, mach mal. Tschüss. Und hier gibt's wirklich keine Kletterausrüstung? Nee. Hast du denn auch geguckt? Guck doch bitte gerne nochmal. Naja, wir können ja nicht in 1000 Höhlen und nie was finden. Die gibt's in einer anderen Höhle. Ich weiß nur nicht, wo die ist. Ja, es gibt hier so viele Höhlen, die wir noch nicht entdeckt haben. Naja. Na, dass du die jetzt hier entdeckt hast, war auch nur ein Zufall, ne? Ja, weil ich halt auch mal aus dem Haus gegangen bin. Und nicht nach einer Stunde immer noch in der Bude hing. Ja, dafür kriegst du aber auch ständig auf den Maul und stirbst so oft. Bin überhaupt einmal gestorben, das weil ich in den Abgrund gesprungen bin. Kann ich denn da nicht hochklettern? Ach so. Nein. Bin ich einmal gestorben? Ich höre euch doch schon wieder.
Da draußen haben wir schon wieder Partygäste. So, ich habe mir von meinem Halbbruder nochmal Geld geliehen. Oh, hier liegt Geld. Geld, 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 Geld. So, was machen wir jetzt? Warum änderst du denn die jetzt? Wir sind doch hier noch gar nicht fertig. Dann mach ich die gelb, aber wir waren schon mal drin. Mistviecher. Mistviecher. Warte mal, kann ich die nicht blau machen? Blau für Tauchen? Blau. Ja, du könntest mir vielleicht auch gerade mal helfen. Nee, das ist mir so. Oh, nee. Tschüss. Ja, ich muss mir erstmal irgendeinen besseren Spot suchen, weil das sind sehr viele. Ja. Das sehe ich wohl genauso wie du. Problem ist nur. Ich finde keinen besseren Spot. Wisst euch doch mal. Walla, walla, Digga. Schwöre meine Mutter, was ist hier los? Kann ich hier vielleicht. Alter, verpiss dich doch mal. Wie wär's denn, wenn du dich mal verpisst? Danke, dass du mich übrigens alleine lässt. Finde ich sehr nett von dir. Lass dich nicht alleine, ich bin nur versteckt. Hm, wie man sieht. Funktioniert, mich jagen sie nicht mehr. Ich fick dich. Das sind zu viele, ich schaff's nicht, Mann. Ich hab nicht mal so zwei. Ich auf offenem Gelände. Wenn du mir jetzt noch verrätst, wo du hin bist, werdet ganz praktisch. Hier, stehen dann. Ja, damit du meine Richtung grenzt oder was? Dummer Affe. Du bist so dumm. Warum tust du das? Vielleicht, wenn einer stirbt. Wir könnten versuchen, zusammen zu bleiben. Ja, wenn du vielleicht nicht 500 Mann im Gepäck hast, können wir gerne drüber reden. Mann, du blödes Hässle, Mistvieh, Junge. Arschloch, wo bist du? Wie viel sind es denn? Ach, weiß ich nicht. Ich sehe sie ja nicht. So zwei, drei sind es bestimmt noch. Was ist denn das denn? Schwein, Alter. Alter, wie fett! Bleib liegen! Schleichen, muss wegrennen um die Ecke und dann schleichen. So hab ich's gemacht. Ich versteckt. So. Sag mal, willst du mich verarschen, du Mistvieh? Tu mich. Das greift mich an, das Wildschwein. Ja, natürlich. Mich hat's ja auch gerade angegriffen. Danke für nix. Get over here. Das hat ja noch schlechteres Zielskills als du. Halt doch dein Maul. Einfach in die Luft geboxt. Keine Ahnung, ich hab's leider nicht erlegen können. So, wer hat nochmal gesagt, weil ich ja ständig ins Verderben renne und sterbe? Aber nur ein Teil von Timmy Spiel. Nee, brauch ich gar nicht. Doch ein Teil von Timmy Spielzeug noch, ne? So ziemlich, ja. Ja, braucht trotzdem noch Wildschwein. Du könntest es ja mit Schleichen probieren. Naja, erstmal müsste ich hier eins finden. Achso, Pfeile brauche ich nur.
So, Freunde der Nacht. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren da stehen geblieben, dass wir eine Höhle suchen. Ja. Frage? Ja. Wie sieht's Essen? Ich glaube, wir müssen einmal noch einen Abstecher machen und vielleicht nochmal getrocknetes Fleisch mitnehmen. Na, wir könnten ja mal gucken, dass wir zum Braten. Ja, aber das Ding ist, oder zum Braten. Aber getrocknetes Fleisch hält halt länger. Hält halt überhaupt? Oder müssen wir erst nach Hause? Naja, aber hier haben wir ja... Ja, dann komm. Lass nach Hause laufen. Aber jetzt kommt hier meist nur Eis oder so. Ich weiß nicht, ob hier noch Höhlen kommen. Ich weiß ja, dass es relativ am Anfang irgendwo in der Nähe des Flugzeugs eine Höhle gab, wo es halt diese Wasserrost-Dingsbums gab. Also die war nicht so furchtbar weit weg, das hast du relativ früh gefunden, sofern du halt nicht vorbeigelaufen bist. Ich weiß, in der Nähe unseres Hauses gibt es noch eine weitere Höhle. Naja, dann. Da wollte ich ja eigentlich ursprünglich mit dir hin. Nur alle abstecken, also da, wo blau ist. Genau, das heißt, da ist Wasser. Tauchen. Gut, ne? Ja. Gelb heißt, man war schon mal drin, aber warum auch immer noch nicht. Na gut. Nee. Fertig. Nee, doch nicht. Ich hätte schwören können, ich hätte irgendwo was Gelbes gehabt. Achso, es war am Anfang. Grün hatten wir jetzt alles erledigt. Genau. Und, Guck mal, haben wir schon drei Höhlen erforscht. Oder zumindest drei Ausgänge. Ja, hinter unserem Haus waren auch vorhin noch zwei Flaggen, die ich gesehen hatte. Ich glaube, da waren auch noch Höhlen. Kann das sein? Oh mein Gott! Alter! Was denn jetzt? Ich bin voll drüber gelaufen. Ach! Ein Alligator. Alligator. Survival. Hallo. Hey, du Riesenechse, bleibst du mal stehen? Ich bin in dir drin. Schön. Oh, Alter. Oh, lol. Das gab richtig, was gab's denn? Ach, Echsenhaut bleibt mal richtig schön viel. Nice. Na dann, komm mal auf nach Hause. Aber es ist eine gute Stelle, weil die spawnen hier öfter. Ja, ne? Und auf dem Stein bist du halt safe. Oh mein Gott, Günni. Noch ein? Alter, du bist schon wieder drüber gelaufen, Alter. Das stimmt nicht mit dir. Alter, du bist voll rübergegangen. Ist das dein Ernst? Ja, das stand hier. Das war kein Baumstamm. Oh, guck mal, da sind... Oh, ey, lass das mal. Da sind ein paar Kannibalen. Komm mal zu mir hier. Ja, warte. Ich stehe gut auf dem Stein. Kommt her? Im Schiss? Nicht wie geplant. Nicht, ne. Weiß ich nicht. Wo sind die? Die jumpen hier rum. Oh no! Damn it. Komm her, Schnucki. Ich warte so lange. Ich hab jetzt halt Gott sei Dank kein, ein kleiner Timer, aber. Ach so! Ja, sag doch was! Ja, ich hab gesagt, ich warte. Ja, woher soll ich denn wissen, auf was du wartest? Na, darauf, dass du wieder bist. Hallo, die Herrschaften! Könnten wir uns bitte nochmal darüber unterhalten, dass das so nicht geht? Ich bin da. Du solltest vielleicht mal ein Stück weg von dem Koko. Meinen. Der war nicht das Problem. Die sind halt bei mir ins Gesicht gesprungen. Alter, haben die mir meine Rüstung zerklappt? Ah, da kommt der Louis.